So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise wir möchten heute nochmal darauf hinweisen, der Ramses macht am Montag ja immer einen Livestream, eigentlich immer montags 20 Uhr, außer das eine Mal, als ich in Erfurt war, konnte ich natürlich keinen machen. Wer das noch nicht kennt, schau da ruhig mal vorbei, ist eigentlich immer ganz chillig, mit der Community so ein bisschen zusammen YouTube-Videos gucken, zusammen schauen, was machen andere so bei Pokémon Go. Und einmal im Livestream haben wir so eine Shiny-Verlosung gemacht und ich habe da immer gedacht, ich mache da ein Auflösungsvideo dann, wenn die Gewinner ihre Shinies bekommen haben, dass man auch sieht, dass das alles Hand und Fuß hat und ich nicht einer von diesen YouTubern bin, die hier irgendwelche Sachen versprechen und dann derjenige verarscht wird, abgezogen wird, sonst was. Also wenn ich sage, ich mache irgendwas, dann mache ich das auch. Das wollte ich euch eben zeigen. Das ging jetzt ein bisschen unter. Jetzt wollte ich es aber doch nochmal, die ganze Geschichte, was eigentlich da los war. Also bei dem Event, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was es für ein Event war. Irgendein Event, ich glaube, das war das Shiny Riolu-Event, also das Höhen-Event, wo es auch Shiny Riolu gab, bin ich ja oft rausgegangen, habe ganz viele Eier gebrütet, bin dann mit der Kamera rum, habe immer so Folgen gemacht, wo ich wieder mal so 8 bis 16 Eier oder wie viel habe ich denn gemacht? Oh, nee, die 9 habe ich nicht. Ich habe diesmal die unendliche Brutmaschine sinnvoller genutzt, habe dann aber immer so 18 Eier aufgemacht. Nee, 16, haben wir ja gerade gehabt, ne? Habe dann immer 16 Eier aufgemacht. Und habe so viele Shinies da in dem Event bekommen, so viele Bronzel auch, so viele Shinux, so viele andere Sachen. Habe dafür aber nicht reingecashed, da ich eben immer zweit, dritt, viert, fünft Accounts genommen habe, die ich immer in Arenen setze, wo ich ganz viele Pokecoins drauf hatte, kostenlos, mit denen immer die Brutmaschinen rausgeballert habe, die Eier rausgeballert habe und ich habe 4, 5 Shinux, Shiny Shinux gehabt im Event. Und ein Shiny Shinux ist sogar in einer Brutfolge live geschlüpft. Da können wir hier nochmal kurz reinschauen. Und in dem Video habe ich auch eins bekommen, was direkt im Video zu sehen ist, was während des Videos gebrütet ist, live auf Kamera. Und es war eigentlich nicht mein Plan. Ich habe jetzt nicht deswegen das Video gemacht. Ich habe das Video einfach gemacht, weil ich Eier zeigen wollte. Und ganz spontan im Video habe ich dann so gesagt, ach komm, ich habe meine 3 Shinux schon voll, die Familie ist voll. Was will ich damit? Schreibt einfach unter das Video einen Kommentar und schon seid ihr dabei. Da muss man nicht großartig was beachten. Es war keine Voraussetzung, das Video zu liken. Es war keine Voraussetzung, das Video zu teilen oder an so und so viele Leute zu schicken, wie das sonst andere YouTuber vielleicht manchmal machen. Gut, nehmen wir mit. Was haben wir noch? Irgendwie, die kleinen Accounts haben sowieso keine krassen Eier. Die haben ja auch kaum Freunde. Shinux! Shiny Shinux! Das vierte, ich glaube sogar auf dem Account, ich weiß es nicht, auf jeden Fall das vierte Shinux jetzt, Hildburghausen, Thüringen. Ah. So, ihr habt das also gesehen, ne? Das Shiny Shinux live gebrütet und ganz spontan im Video habe ich dann gesagt, pass auf, ich habe jetzt so viele davon, ich verlos das einfach, das hau ich einfach raus, wer das haben will, schreibt es mir irgendwie rein oder wir machen da irgendwas draus. Und es gab dann ein Video, ich habe das zusammengezählt alles, ich habe gesagt, am Montag, war das überhaupt Montag? Irgendwann im Livestream habe ich auf jeden Fall gesagt, wir werden den Gewinner von dem Shiny Shinux im Livestream bekannt geben. Wir haben uns alle zusammengerottet, haben da den Livestream geschaut und ich habe das alles über diesen YouTube Random Comment Picker gemacht. Insgesamt hatte das Video dann 50 verschiedene Kommentare. Doppelte Leute, die kommentiert haben, wurden aussortiert, ganz automatisch von dieser App. 50 verschiedene Leute waren das, die die Chance hatten, das Shiny Shinux zu bekommen. Im Livestream haben wir das nochmal gezeigt, haben wir nochmal drüber geredet, nochmal kurz die Ausschnitte. Und dann habe ich einen Gewinner gezogen, da gab es aber ein Problem. Wir gucken da auch nochmal kurz rein. Wir drücken jetzt auf Start. Es wird spannend, ich nehme nochmal einen Schluck Bier unter diesen 50 Leuten, ne, hier 50 Dosen, wie bei Flair, wird das Shiny Shinux jetzt verlost. Ich drück mal drauf, Start, da seht ihr, auch da habe ich auch schon Sandra gelesen und
den Benjamin und... Hey, Winner, Zacki, Zaziki, mir würde ein Shiny... Toll. Mir würde ein Shiny Kaumalat sehr helfen. Wäre dann mein Dex-Eintrag, würde mich sehr freuen. Bruder. Wie ihr also sehen könnt, der Zaggy Zaziki hat eigentlich gewonnen, wurde gezogen vom YouTube Comment Random Picker, aber ich habe jetzt gedacht, da kommt ein Kommentar, sowas wie, ja, Shinux fehlt mir noch, oh Shinux, brauche ich unbedingt noch eins für die Familie, oh Shinux ist mein Lieblings-Pokémon, irgendwie sowas, und sein Kommentar war einfach halt nur, ja, Shiny Kaumalat, ne? Würde ich gerne nehmen, ist neuer Pokédex-Eintrag. Und ich habe mir so gedacht, was? Es geht doch aber um Shiny Shinux. Ich verlos doch Shinux und nicht Kaumalat. Und dann habe ich gedacht, das ist ja jetzt blöd, oder? Da kommen so viele Leute, die sich übelst auf das Shinux freuen. Und dann ist einer dabei, der das dann kriegt, der das überhaupt nicht auf dem Schirm hat, weil der was von Shiny Kaumalat redet. In dem Moment, er hat dann auch in den Chat geschrieben, er hat dann auch gesagt, ja, am Anfang des Videos hast du auch was von einem Shiny Kaumalat gesagt und so, weil ich auch irgendwie mal meine, wenn ich jetzt noch ein Shiny Kaumalat brüde, dann hau ich das auch einfach noch raus, keine Ahnung. Und er hat nur gemeint, Shiny Kaumalat wäre richtig nice, weil das würde ihm eben noch fehlen, aber er hat im Chat auch in dem Moment geschrieben, beim Auslosen beim Stream über das Shinux freut er sich natürlich auch. Etliche haben dann schon im Stream gesagt, los einfach neu, ignorier das. Aber ich habe gesagt, pass auf, wir machen es einfach so. Er wurde ja jetzt gezogen, er hat also gewonnen, er hat das Recht. Aber weil der Kommentar nicht der beste war, der richtig auf das Shinux gezündet hat, mache ich es einfach ganz dreist. Ich ziehe noch einen Gewinner. Das war eigentlich von Anfang an nicht geplant. Ich wollte ein Shiny Shinux verlosen, habe dann aber im Livestream einfach zwei Shiny Shinux verlost. Also habe ich nochmal gewürfelt und als zweites wurde der Dennis Weigel rausgesucht. Da können wir auch nochmal kurz reingucken. Dann klären wir das ab mit dem Trade. Und ich drücke jetzt trotzdem noch auf Pick Another Winner. Und wir hauen einfach noch ein zweites Shiny Shinux raus. So. Achso, ich muss nochmal da drücken. Zählt das ihn jetzt auch nochmal mit da rein oder nicht? Telegram. Wir drücken jetzt nochmal hier. Ach, Telegram. Wer benutzt denn schon Telegram, Bruder? Wir drücken nochmal, wir losen mal noch einen aus. So gut sind wir jetzt drauf. Und haben... Dennis Weigel. Nehme es gerne an. Also der zweite Gewinner steht fest, obwohl es ja eigentlich nur einen Gewinner gab. Zacki Zaziki und Dennis Weigel kriegen beide ein Shiny Shinux. Der Dennis Weigel also, der auch gesagt hat, er nimmt das Shinux gerne, hat sich dann gefreut. Ich habe den beiden dann gesagt, sie sollen mich halt irgendwie mal anschreiben, irgendwie, was soll ich denn jetzt sagen, schon wieder... Na hier, Kontakt aufnehmen, irgendwas. Sie sollen sich bemerkbar machen, irgendwo auf jeden Fall. Und es ist auch passiert, und damit ich euch das auch zeigen kann, dass das alles Hand und Fuß hat, hat mich nämlich hier der Max angeschrieben. Und der Max ist nämlich der Zaggy Zaziki. Und der hat geschrieben, also ich habe ja jetzt gewonnen und du hast mich ja auch schon als Freund in Pokémon Go, Zaggy Zaziki. Was müssten wir außer den Koordinaten und dem Datum des Tausches noch so besprechen? Ah, du bist das. Dann das lieber hier schreiben. Lieber da als Telegram. Als Instagram. Weil Instagram, ich check da nie, wann ich eine Nachricht habe. Bei Facebook ist das anders. Wir haben das auf jeden Fall dann getauscht. Ich habe ihm das rübergegeben. Er hat mir dann auch noch einen Screen geschickt hier. Shinux. Jetzt hat er also zwei gehabt hier. Shinux und Luxio. Sehr schön. Hat sich da bedankt. Hat noch Thanks geschrieben. Hier seht ihr das nochmal in voller Pracht. Ein Shiny Shinux an den Zaggy Zaziki ist also nicht gefaked. Ihr könnt ihn da auch nachfragen oder wenn ihr den im Chat antrefft oder so. Das ist nicht abgekartet. Er wurde da wirklich ausgelost. Das kann man ja nicht faken mit diesem Random Comment Picker. Außer alle, die mitgemacht haben. Alle 50 Kommentare waren von mir selber geschrieben. Und egal welches Profil gewinnt, habe ich auch dann selber geantwortet und mit mir selber getauscht oder irgendwas. Auf jeden Fall hat sich der Max...
wenn das ein richtiger Name ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur ein Profil in dem Moment, damit er Kontakt aufnehmen konnte, hat sich gefreut über das Scheinux, habe auch gelesen, immer Ramses der Ehrenmann, richtig so. Und dann gab es auch den zweiten, ihr seht also hier Scheinux und Luxio. Und der zweite war natürlich der Weigel Dennis, a.k.a. Dennis Weigel, der mir auch öfters Bilder schickt, eben hier über Instagram und so. Dem habe ich auch geschrieben, du hast gewonnen. Oh geil, wie machen wir es? Und dann habe ich ihm auch das erklärt, eigentlich hat jemand anderes gewonnen, aber der hat in seinem Kommi von Shiny Kaumalat geredet. Daher habe ich dann ein zweites Scheinux verlost und als zweites wurdest du gewählt. Hast du schon ein Scheinux als Shiny registriert oder ist es neuer Eintrag? Er hat dann zwei Accounts, auf einem Ja, auf einem Nein. Er würde es auf dem gerne nehmen, wo er es schon hat. Haben wir dann auch gemacht, habe ich ihm dann geschickt, habe ihm das rübergetauscht. Er hat dann auch gesagt, nochmal vielen Dank, echt korrekt von dir. Dann habe ich ihm gesagt, er soll mir noch einen Screen schicken, damit ich eben auch einen Beweis habe, dass es wirklich passiert ist, dass hier keiner sagen kann, ja, fake, der labert immer, aber der macht nicht, der redet nur. Nee, ich rede nicht nur, das habe ich halt gemacht. Gerne, weil bevor ich die auf den kleinen Accounts vergammeln lasse oder irgendwann wegschmeiß, weil ich die nicht brauche, kann ich auch den Zuschauern einfach eine Freude machen, die damit eben mehr anfangen können als ich. So, habe ihm das noch gesagt, er hat mir dann noch ein Bild geschickt, hat auch drunter geschrieben, größter Ehrenmann, hier sieht man es nochmal groß, Ramses hat er es auch genannt, das zweite Shiny Scheinux ging also raus. Und momentan haben wir diese Aktion, ich spiele ja momentan mit diesem Ramses Kitchen Account, den ich auch zusammen im Livestream eben mit der Community erstellt habe, wo wir auch viel gelevelt haben durch die Freundschaftsaufstiege alles, habe jetzt auch schon 5 Shinies da bekommen, auch ein 96er Shiny Dark Rai, das ist das 5. Shiny, was ich jetzt dort habe. Gestern im Livestream sind wir sogar aufgestiegen, noch auf Level 31. Da habe ich wieder mal alles rausgeholt. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch möchte ich jetzt diese krasse Aktion machen mit den 800.000 Erfahrungspunkten und einem Glücksei. Da werde ich auch ein Video dazu machen. Das werde ich dann auch raushauen, entweder Mittwoch. Obwohl Mittwoch ist Raid am Mittwoch. Vielleicht mache ich das am Donnerstag oder ich verschiebe Raid am Mittwoch wieder einen Tag später. Mal gucken. Aber ihr wisst ja, dieser Account wird dann am Ende auch verlost. Es gibt also nicht nur ab und zu mal Shinies, es gibt sogar einen ganzen Account zu gewinnen. Damals gab es ja schon den No-Gym-Account vom Stefan Landei, der einen Account von Level 1 auf Level 40 gezogen hat. Ohne Team, ohne Raids, ohne Arena, ohne alles. Und den haben wir dann auch verlost, beziehungsweise rausgegeben. Und diesmal einfach wollte ich gucken, in diesen 30 Tagen, die ich habe, bis ich meinen anderen Account wiederbekomme, wie gut kann ich den in etwa ein bisschen hochziehen, Sternenstaub sammeln. Über 500.000 Sternenstaub ist auch schon zusammengekommen. Da wird ein bisschen gelevelt, da wird ein bisschen was entwickelt immer mal. Im Stream haben wir da auch mal ein Lockmodul angemacht, haben da ein bisschen was drauf gefangen. Der wird auf jeden Fall auch verlost. Dazu kommt aber dann nochmal ein extra Video, wo wir ganz genau sagen, wie das vonstatten geht, wie der aktuelle Stand ist, was der jetzt für Statistiken hat, welche Pokémon, welche Shinies, wie ihr mitmachen könnt. Das in einem extra Video, aber ihr seht, wir lassen uns eigentlich immer was Tolles einfallen. Ich und ihr und alle zusammen. Deswegen freue ich mich auch immer über die tollen Spenden im Chat. Und ich will mich nicht daran ergötzen. Ich versuche auch immer auch was zurückzugeben. Dankeschön aber auf jeden Fall nochmal an alle, die mich hier unterstützen. Die regelmäßig einschalten und so. Viele kennt man ja, die verfolgen einen schon seit Anfang an. Ist immer eine richtig gute Sache, sage ich mal. Das war es aber jetzt. Einfach nur so ein kleines Video am Rande, dass man wirklich, ich einfach nochmal Danke sagen möchte auch. Mittlerweile 1230 Abonnenten. Ich habe immer gesagt, die 1000 ist mein Ziel, danach ist mir alles egal. Aber es geht immer weiter, es steigert sich immer mehr. Macht mich auf jeden Fall ein bisschen stolz. Das war's von meiner Seite aus. Die 2 Shinies gingen raus. Der Account wird auch bald verlost, wenn die 30 Tage um sind. Da bin ich schon gespannt, an wen der geht. Ob man den kennt, ob der neu ist, ob das einfach nur einer ist, der sich fix reinschleicht und absahnt. Oder ob das einer ist, der sowieso schon ewig das Ganze verfolgt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.